Ja, servus und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Heute haben wir einen Land Rover Freelander 2 auf der Bühne. Und zwar haben wir heute ganz was Kurioses. Und zwar heute geht es um das Thema Stabilisator. Und ich würde sagen, ich baue den mal schnell aus. Und dann zeige ich euch, um was es jetzt da genau geht. Und was jetzt da das Schwierige und das Kuriose an der Geschichte ist. Ja, ich denke, man konnte es jetzt gerade sehen, in dieser kurzen Sequenz. Der Stabi zum Ausbauen war recht einfach. Und genau das ist auch das Problem. Und zwar wurde der hier vorher geschweißt. Und wie man hier sehen kann, wurde der auseinandergeschnitten. Mittlerweile schon auch wieder ein bisschen rostig. Ja, ich weiß es nicht warum. Fakt war auf jeden Fall, dass der Vorbesitzer des Fahrzeugs irgendwie da mal eine Reparatur gemacht hat, oder war der Stabi rostig, oder musste ihn ausbauen und er wollte sich wahrscheinlich die ganze Mühe mit Achs absenken etc. nicht antun und hat den einfach durchgeschnitten und eine Hülse drüber geschweißt. Und naja, wer weiß, wie ein Stabi funktioniert, der weiß auch, dass das nicht lange halten kann. Denn ein Stabi soll ja, wie der Name schon sagt, Stabilisator, das Wanken bzw. das Fahrzeug ein bisschen stabilisieren. Und dazu muss ich dieser Stab, ich gehe mal wieder hier hin, so ein bisschen, sage ich mal, so Dreh- oder Torsionsbewegungen ein bisschen abfangen. Und natürlich an so einer Stelle, naja, wird er natürlich irgendwann mal brechen. Und ja, dementsprechend heißt es jetzt, einen neuen Stabi einzubauen. Beziehungsweise, da habe ich mir was geholt. So, in diesem Fall habe ich einen gebrauchten Stabi geholt, den habe ich jetzt noch ein bisschen bearbeitet, sage ich jetzt mal. Da habe ich jetzt bereits neue Gummis eingebaut und ja, ein bisschen an ein paar rostigen Stellen bin ich noch mit dem Brunox Epoxy Rostgrundierung noch drauf gegangen. Ja, und den möchte ich jetzt ganz gerne hier einbauen. Das wird aber jetzt in der Tat gar nicht so einfach. Und jetzt muss ich mal schauen, wie hoch jetzt der Aufwand tatsächlich wird. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob ich ihn so durchbringe, aber wahrscheinlich nicht. Und am Ende wird es wahrscheinlich so werden, dass ich wahrscheinlich die Achse absenken muss. Und es wird jetzt ein bisschen ein Aufwand. Ja, ich schau mal, was da so geht. Ja, da ich jetzt nicht ganz die Zeit habe, ständig mitzufilmen, werde ich wahrscheinlich jetzt einige Fotos davon machen. Und danach unterhalten wir uns wieder weiter. Thank you.
Wie ihr es in den Bildern schon gesehen habt, ist beim Auto selber nicht nur an der Stabi-Reparatur geblieben, sondern habe natürlich noch ein paar andere Dinge gemacht und unter anderem jetzt auch noch einen Ladeluftschlauch und einen Federnbruch hat das Auto auch noch auf der linken Seite. Warum wir es nur links machen, erkläre ich euch am Ende des Videos. Und naja, wie es oftmals so ist, geht natürlich nochmal ein bisschen was schief und jetzt ist uns die Antriebswelle auseinandergegangen. Das heißt, die Antriebswelle ging hier raus. Ich zerlege es jetzt nicht mehr, vielleicht kann ich es hier noch so ein bisschen zeigen, aber ich will eigentlich gar nicht mehr aufmachen, weil ihr seht ja gerade, wie ich ausschaue. Nämlich, die Antriebswelle ist mit Öl geschmiert, beziehungsweise dieser Behälter, dieser Körper ist mit Öl gefüllt. Und naja, beim Einfädeln der drei Rollen, naja, ist natürlich passiert, was passieren muss bei so etwas. Und zwar schaue ich jetzt so aus. Ganz lustig, jetzt brauchen wir da erstmal eine neue Schelle, um das Ganze wieder zu befestigen. Und dann können wir die Antriebswelle wieder einbauen und eben die Seite vorne links fertig machen. Ja, bis gleich. Ja, mittlerweile musste ich auch mein T-Shirt umziehen. Und hier bei der Antriebswelle haben wir jetzt ein bisschen improvisiert. Erstmal eine einigermaßen passende Schlauchschelle gesucht. Ich hoffe, dass so eine normale Schlauchschelle auch funktioniert. Wenn nicht, dann werden wir mal eine passende kaufen. So eine zum Pressen und nicht zum Schrauben. Aber die ist im Nachhinein auch nochmal schnell ausgetauscht. So, jetzt geht's ab ans Einbauen. Ja, mittlerweile sind die Arbeiten fast abgeschlossen und hier mal so eine kleine Ausbeute des heutigen Tages sozusagen. Also, Federn mittlerweile auch erneuert und hier sind meine neuen Koppelstangen. Stabi natürlich, ja, beim Einbauen ein paar Kratzer bekommen, aber das ist jetzt nicht das große Problem. Ja, Querlenker ist auch neu bei diesem Fahrzeug, der ist allerdings beim letzten Mal schon gemacht worden, vor einer Woche. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen, die Arbeit ist fast abgeschlossen. Ich muss noch das linke Rad ranschrauben und dann geht's ab zur Probefahrt. Und nach der Probefahrt nehme ich die zwei Räder nochmal ab, kontrolliere nochmal alles durch und dann kommen die in den Kotflügel noch dran. Ja, grundsätzlich, warum ist zu dieser Reparatur gekommen und was war so komisch an der Geschichte? Eigentlich, das ursprüngliche Problem hatte eigentlich mit dem Video von heute, mit dem Stabi, eigentlich gar nichts zu tun. Eigentlich ging es hier um diese große Leitung und zwar dieser Ladeluftschlauch war undicht. Und ja, der Motor hatte dementsprechend Leistungsverlust und es war eigentlich nur eine Kleinigkeit, denn es gibt nämlich im Zubehör so einen schönen Schlauch zu kaufen, kostet 25 Euro, sieht mittlerweile natürlich ziemlich gebraucht aus, aber das liegt an den ganzen dreckigen Händen. Ja, leider gibt es hier zwei verschiedene Ausführungen und ja, im Zubehör gibt es nur eine Ausführung, leider kein Vermerk. Ob das wirklich bei jedem Freelander passt, da ist natürlich wieder mal Fahrgestellnummer abhängig. Also, dieser Schlauch nutzlos. Somit muss man das ganze Teil hier bei Land Rover direkt kaufen und kostet mal geschmeidige 200 Euro. Ja, nur so viel dazu. Beim Durchsehen des Ganzen haben wir natürlich dann noch bemerkt, dass noch der Ladeluftkühler nicht mehr der allerschönste ist. Den haben wir auch gleich ausgetauscht. Und da das Auto in den nächsten 2-3 Monaten TÜV hat, kamen noch gleich neue Querlenker rein. Da sind auch die ganzen Lager schon alle ziemlich fertig gewesen. Und während dieser Reparatur, ja, da haben wir natürlich dann diese Meisterleistung hier von dem Mechaniker vor mir oder von der Werkstatt vor mir oder wie auch immer, vom Vorbesitzer, der hier gedacht hat, naja, der muss da so einen Stabi schweißen. Ja, und weil das nicht alles war, war natürlich auch noch eine Feder gebrochen. Die tauscht man übrigens normalerweise paarweise. Aber da hier anscheinend vor 1-2 Jahren mal eine neue Feder auf der rechten Seite reingekommen ist, reichte es in diesem Fall nur eine Feder zu tauschen. Genau, das ist die Ausbeute. Koppelstangen kamen natürlich selbstverständlich auch neu rein. Das war's mit dieser Reparatur. Ja, heute habt ihr mal ein bisschen anderes Video gesehen. Heute hatte ich mal ganz viel Bilder und so weiter.
Ja, es war einfach zeitlich nicht anders möglich, mehr zu filmen. Aber ich hoffe, es hat trotzdem einigermaßen Spaß gemacht, zuzuschauen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis demnächst. Servus.